Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Wochenschau rund um den Smokers Planet Newsletter der Kalenderwoche 43. Schön, dass Sie reinschauen. Ein Blick zurück und ein Blick nach vorne. Vor allem ein Blick in den Fachhandel. Beratung und Qualität bedeuten, dass der Kunde und nicht die Ware zurückkommt. Das sagt der Hermann Tietz. Hermann Tietz ist der Begründer und Chef der damaligen Kaufhauskette Hertie. Er sagte das Ende des 19. Jahrhunderts. Er lebte von 1837 bis 1907. Wenn man heute in den stationären Fachhandel, auch in den Tabakwarenfachhandel geht, und wenn man unterwegs ist, fallen einem wirklich Unterschiede ins Gesicht. Drei Besuche meinerseits in den letzten Tagen im Tabakwarenfachhandel, drei totale, konträre Ergebnisse. Wer Smokers Planet schon länger liest und länger bezieht und letzte Woche auch abonniert hat, da kennt meine Liebe zum stationären Fachhandel. Doch nicht an allen Orten findet man das, was man sich wünscht. Die freundliche, innovative Beratung für außergewöhnliche und hochwertige Produkte, sei es im Tabakwaren-Bedruckbereich, sei es im RBR-Sektor oder in den Getränkewelten, es fehlt vieles. Für den einen oder anderen Händler oder dessen Mitarbeiter wäre ein Knicke-Benimm-Kurs plus Hermann Tietz Leitsatz wirklich angesagt. Sorry, aber das muss auch mal rüber. Auch wenn wir mit Smokers Planet ein Endverbrauchermedium sind, in dem Falle sprechen wir eigentlich etwas mehr für die Endverbraucher. Die Konsumenten finden im Handel so tolle Produkte, die mit viel Herzblut und Fachwissen meist handwerklich angeboten werden. Und wir haben Genussmenschen, die dies schätzen. Zum Beispiel unsere Leser und die Vivo-Zuschauer, nämlich Sie, die diese Produkte begehren und den aufgerufenen Opulus gerne dafür aufbringen. Oder ganz einfach, Sie möchten nur Kunde sein und Sie sollten zurückkommen. Ein Herzblattprodukt zum Beispiel lanciert das Haus Davidoff. Eine ganze Linie. Die Davidoff Zigars mit der Limited Edition des Jahres 2022, die wir als Highlight unter unserer Intro-Rubrik bei Smokers Planet und jetzt hier bei Ihnen bei Weltwoche präsentieren. Ja, dann steigen wir bei Intro ein und da sind wir bei Davidoff Zigars und die begrüßen das Year of the Tiger spektakulär. Das ist eine Limited Edition mit Zigarren, Pfeifentabak und eindrucksvollen Accessoires zur Feier des chinesischen Neujahrsfest des Jahres 2022. Ein echtes Genussfestival aus Basel. Und auch rauchbar, die Samerna 1752, das ist ein Produkt aus dem Hause Welttabak. Welttabak, ein wirklich etabliertes Unternehmen aus der Schweiz. Leider ist der Geschäftsführer Peter Rohner vor 2 Jahren verstorben. Ein Mann, der sich mit Herzblut auch für seine Produkte eingesetzt hat. Seine Nachfolger sind weiterhin am Ball und die Firma Don Stefano ist der exklusive Vertriebspartner für Deutschland. Das heißt, die Classic Line wird inhaltsreich getoppt und die Samyana 1756 steht zur Verfügung. Dann kommen wir zu einem Beitrag rund um die Domino's Zigarren. Das ist die Zigarre aus der Traumfabrik in München. Über diese Zigarre bzw. über die Traumfabrik haben wir in der vergangenen Ausgabe berichtet. Wir haben dazu ein wunderschönes Video auch gedreht, was Sie auf unserem Kanal finden. Und die Zigarren dürfen an dieser Stelle auch noch einmal getrennt offeriert werden. Alec Bradley platziert die Trilogie Zigarrenline. Dann sind wir bei Caldwell. Die veröffentlichen eine ganz neue Serie mit viel Rauchvolumen und ganz interessanten Geschmacksnuancen. Casa Dacle Cigars zieht auf den Balkan ein. Dazu haben wir auch einen Beitrag und auch den exklusiven Vertriebspartner genannt. Dann sind wir bei der Fantabellier Cigar Family und da gibt es eine Neuentwicklung. Das heißt, hier hat man ein Dach gegründet, um die Cortes-Familie und die Oliver Zickers unter einem Hut sozusagen anzubieten. Bei Arnold André und McBaren tut sich richtig viel. Da geht man getrennte Wege. Das ist eine Veränderung, die zur Jahresmitte 2022 in Kraft tritt. Und gleichermaßen kündigt McBaren dann auch die Neuaufstellung ab 2022 im deutschen Markt an. Da gibt es eine neue Company. Da gibt es auch einen neuen Hauptsitz in Deutschland, in Hamburg. Und da gibt es auch einen neuen Geschäftsführer. Alles in den Beiträgen hier auf Smokers Planet.
Wir wandern zu Mitmachen und Gewinnen. Da haben wir eine wunderschöne Geschichte rund um die Winter Edition von John Aylesbury. Ein Tabak, der die Pfeifenraucher wirklich sensibilisieren wird. Holen Sie sich den gemütlichen Tabakgenuss nach Hause, in diesem Gewinnspiel machbar. Und da schon entdeckt, ja, die Faunherbst-Winterneuheiten 2021 haben wir fast alle jetzt schon auf den Weg gebracht, aber jetzt geht es im Moment richtig viel Schwung weiter. Und dazu stellt sich das Auenland-Modell Thurmann vor. Dort trinkbar, Malt, Irish Whisky und Rum, drei ausgewählte Produktinnovationen aus der Spirituosenindustrie. Und der Top auf dem Weg, da haben wir die Firma Kopp Pipes mit der Retro Bear Knackel. Das ist eine richtig knackige Pfeife und die steht auch bei uns im Smokers News Messeschaufenster. Der Hingucker der Woche im Tabakzigarettenbereich passiert zurzeit nicht so viel, aber King, das ist ein trendiger Zuwachs und da tut sich noch was. Die Markenfamilie wurde zeitgerecht abgerundet. Und die Hermann Hauser GmbH kündigt ganz viele Aktivitäten dazu an. Unter Besuchbar, da haben wir eine Aktivität des Hauses Philip Morris unter der Headline The Power of the Arts. Das ist ein Award, das ist eine ganz besondere Geschichte, die wir hier auch nochmal präsentieren und darstellen. Präsentieren und darstellen wollen wir auch den letzten Besuch von Thomas Geisler, der auch unterwegs war. Und er war auf den Wegen der deutschen Tabakgeschichte, also auf der Spur der deutschen Tabakgeschichte. Das ist die Pfalz und da war er in Landau. Und dazu gibt es auch einen Bericht mit einem Händler aus Landau und das alles mit Thomas Geisler. Art of Smoke präsentiert auch eine neue Geschichte. Das ist ein neues Habanos-Event. Der Habanos Champions Germany ebnet den Weg nach Kuba, haben wir das umschrieben. Eine Aktivität von Art of Smoke in Zusammenarbeit mit der Fifth Avenue. Unter Brauchbar haben wir Klepper und Gießer Best Friends. Das ist eine Designversion mit vier verschiedenen Gießemotiven. Dann starten wir in eine ganz besondere Produktwelt und da gibt es einen Neustart. Zicker Citrus startet und das sind Zedernholzspäne zum Zigarrengenuss, zum Pfeifengenuss. Und da gibt es auch unterschiedliche Qualitäten. Reinschauen, reinlesen, das ist ein Produkt mit wirklicher Zukunft. Nächstes Mal haben wir die Havanna News Ausgabe 93, das ist die Herbstausgabe 2021 aus dem Hause der Fifth Avenue Products Trading GmbH in Waldshut-Tingen. Wir haben auch eine Buchempfehlung mit Didier Ouvrier und das ist die Geschichte rund um ein Buch, das es schon mal gab, The Sucker from Social and Soul. Also richtig eingucken bzw. erstmal anlesen und dann, wenn diese Ausgabe auf dem Markt ist, auch bestellen. Dann haben wir noch ein neues Buch von Jim McEwen, Eisel of My Heart, eine Legende und die Stoche seines Herzens. Ein Buch, eine Legende, alles zum Nachlesen. Nachlesen kann man auch im Zigarrenmagazin, was sich alles so tut. Das neue Zigarrenmagazin ist da. Michael Hahn hat wieder viel investiert und präsentiert die Zigarrenwelt im Herbst 2021, auch mit den Informationen von Smokers News. Blättern wir uns weiter zu Drinks and More. Da haben wir den Don Papa rum und er hat ein neues Produkt auf den Markt geschoben, Barocco. Und die ist jetzt mit Sierra Madre im deutschen Handel unterwegs. In unserem Media Center, wie schon angekündigt, das Frauen-Interview, das heißt mit Frauenchef Martin Ramsauer, waren wir in einem wunderschönen Umfeld. Dazu auch natürlich die neuen Produkte, die neuen Pfeifen, die Winter- und Herbstprodukte auf dem Tisch gehabt und Martin Ramsauer hat die alle im Detail erklärt. Im Detail erklärt haben auch Anja Wunderer und Carsten Banse aus dem Hause Hermann Hauser in Augsburg, ihre Innovationen, ihre Produkte, die in unserem Messerschaufenster platziert sind. Ja, da gucken wir nochmal nach München. Zigarren Schumm, Marco Schumm, La Casa del Habano München. Immer wieder eine interessante Adresse, wenn man in München ist und die Münchner wissen sowieso, wo sie hingehen müssen. Haben natürlich auch noch weitere Angebote, aber Marco Schumm ist ein Fachmann, der wirklich die Beratung ganz weit oben stehen hat. Wir haben ganz weit oben stehen auch Brauchbar
brauchbar, direktbar, besuchbar und lesbar. Zum Ausgang dieser Wochenschau habe ich noch einen wunderschönen Aphorismus für uns gefunden, der in diesen Tagen zu den Worten von Schwarzsehern aus Politik und Wirtschaft wirklich motivierend wirken dürfte. Ein Optimist findet immer einen Weg, ein Pessimist findet immer eine Sackgasse. Das war Napoleon Hill, das war ein US-amerikanischer Schriftsteller und er lebte auch schon 1883 bis 1970. Solange unsere Branche so innovativ bleibt wie in diesem Jahr und in diesem Herbst und trotz Einschränkungen und Lieferengpässen die Freude an den Produkten nicht verliert und die Händler, die mehrheitlich die Produkte ebenfalls mit Freude und Fachwissen offerieren und dazu Genussmenschen erfreuen, sind wir im grünen Bereich. Das ist keine politische Anspielung. Oder wir sagen es einfach mit Barack Obama. Wir schaffen das. Im Media Center und in unserem Messeschaufenster geht es weiter. Da geht die Post ab. Zum aktuellen Frauen-Interview präsentieren wir den Hauser TV-Talk mit Anja Wunderer und mit Carsten Banse, kündigen das Smokers News TV-Interview mit Lukas Gabriel und dem Kardinal Mendoza an und als Sprecher und Informant des Hauses Kolas und Kopp haben wir Dick Richter im Gespräch gehabt und dieses Interview kommt auch zeitnah. Es bleibt also spannend auf diesem Kanal. Ich wünsche Ihnen weiterhin Zuversicht. Ich wünsche Ihnen natürlich auch Fröhlichkeit und Gesundheit. Leben Sie das Leben, freuen Sie den Genuss. Und das war's zur nächsten Ausgabe hier. Klaus-Peter Hill.